So, Leute, lange nicht gehört. Willkommen zum A-Log. Dem, ja, regelmäßig, ich weiß auch nicht. Regelmäßig kann man jetzt nicht sagen. War eine lange Pause, aber, ja, der Rubrik, in der ich über Anime-Serien rede, die ich, gesehen habe oder gerade sehe, besser gesagt. Ja, also habe ich jetzt lange nicht mehr gemacht. Irgendwie war letztes Mal, ich weiß gar nicht mehr warum, aber irgendwie habe ich aufgehört. Obwohl es eigentlich ganz lustig ist, war und ich weiß auch nicht, was das war. Aber ich hoffe, ich mache jetzt mal weiter. Und ja, um nochmal kurz zu erklären, wie der A-Log funktioniert. Ich schaue mir eine Serie an. Ja, das habe ich jetzt gemacht. Also eine Folge, nicht die ganze, sondern nach jeder Folge rede ich dann über besagte Folge. Und ja, äußere dazu meine Meinung. Das mache ich dann alles ohne Skript. Also im Prinzip, ich weiß gar nicht, jetzt die Folge jetzt, die ich jetzt gesehen hatte, oder die Serie, das war Erased. Also der heutige A-Log, dieser sieht wahrscheinlich im Titel, ist geht über Erased. Habe ich jetzt vor gut, ja, gerade eben ist was dazwischengekommen. Ich habe gerade eben schon was aufgenommen. Aber dann ist das Programm irgendwie hier da gegangen. Ich weiß auch nicht, was da war. Aber jetzt geht's anscheinend wieder. Ich weiß auch nicht. Jedenfalls ist das so knapp. Dann, ja, wir haben vor 10 Minuten geguckt, vor 5 Stunden. Ich glaube, so mit einem Dreh. Und ja, hab mich jetzt direkt hingesetzt und ich will jetzt drüber reden. Wie ich's fand und so weiter und so fort. Und worum es geht vor allem. Ich glaube, damit fangen wir jetzt am besten mal an. Erstmal, wie gesagt, die Serie heißt Erased. Die Stadt, in der es mich nicht mehr gibt oder so, ist, glaube ich, der deutsche Titel. Ich bin mir nicht sicher. Von A1 Pictures heißt das Ganze A1? A1 Pictures? Ich glaube schon. Die Typen, die auch Dingens gemacht hatten hier. Wie hieß es? Sword Art Online, Gate, anscheinend auch Fairy Tail. Alles Serien, die ich nicht mochte. Aber gut, das muss ja nichts heißen. Vielleicht ist die Serie jetzt gut. Und ja, aber das ist später. Erstmal, worum es geht. Worum geht's? Es geht um ein. Ja, was heißt jungen Mann, wollte ich fast sagen. Ja, eigentlich ist er doch noch recht jung. Den 29-jährigen Menschen, dessen Namen ich vergessen habe, das passiert mir wahrscheinlich öfters. Jetzt, ich glaube, hoffentlich habe ich ihn in der nächsten Folge dann im Kopf. Aber auf jeden Fall geht es um unseren Protagonisten, einen 29-jährigen gescheiterten Mangaka im Prinzip, der sich über Wasser hält, indem er Pizza ausliefert und nebenbei die Superkraft besitzt, durch die Zeit zu reisen. Ja, an Japan, Animes und so. Ja, jedoch kann das nicht von selbst machen. Er kann sich nicht selbst aussuchen, wann er oder wie weit er die Zeit zurückreist, sondern das passiert immer von selbst. Immer wenn er, naja, wenn Gefahr droht oder wenn etwas Schlechtes passiert. Schlecht, also so ein Unglück. Das war das erste Beispiel, was man da gesehen hat, war zum Beispiel ein Autounfall, den er dann, wo er sich dann zur Aufgabe gemacht hat, immer wenn das passiert, wenn seine Fähigkeit, die er selbst Revival getauft hat, sich auslöst, sich aktiviert, dann, ich mache das sich zur Aufgabe, zu versuchen, dieses Unglück zu verhindern. Und ja, das sieht man dann auch in der ersten Folge direkt, wie er es macht oder wie er es versucht. Ja, und das ist im Prinzip alles ein Setup für. Im Grunde ist das alles ein Setup für den späteren Verlauf der Folge. Wie gesagt, das ist die erste. Für den späteren Verlauf der Serie. Denn am Ende der Folge stirbt seine Mutter. Und aus Folge daraus, also daraus folgt, dass er dann dass sich seine Fähigkeit reaktiviert, nur diesmal wieder nicht 5 bis 10 Minuten wie sonst zurück durch Zeit gewirbelt, sondern mehrere Jahre. Ich glaube, 2006 war war die Gegenwart sozusagen, war die Gegend richtig aufgeklärt worden, da wurde der Falsche hinter Gitter gepackt. Und jetzt ist es nämlich so, dass seine Mutter halt von dem getötet wurde, der anscheinend der richtige Mörder war. Und ich denke, jetzt geht es im Rest der Serie darum, dass er versucht, den Mörder seiner Mutter aufzufinden, den Mörder seiner Mutter oder den richtigen Entführer zu finden. Nur halt diesmal ist er ein Kind. Und aus Sicht dieses Kindes, oder beziehungsweise aus Sicht. Also er reist zurück, um den Täter auf frischer Tat zu ertappen. Ich glaube, so ungefähr lässt sich das runterbrechen. Und ich glaube, darum wird es gehen, jetzt die restlichen Folgen. Es geht gar nicht mal darum, so den Fall um seine Mutter aufzulösen, weil der ist ja dann de facto noch nicht passiert. Wie die meisten Sachen, die er da löst, weil er durch die Zeit reist. Ihr wisst, was ich meine, aber das wird auf jeden Fall der Punkt sein, um den es geht. Mal sehen, wie es wird. Ich habe ehrlich gesagt, ich bin gespannt. Ich finde den Protagonisten interessant. Ich finde auf jeden Fall schon mal interessant, dass es nicht in der Schule läuft.
Und nicht, also was soll ich das sagen? Jetzt ist er ja in der Schule, glaube ich. Jetzt ist er ja ein Kind wieder. Aber vorher war er halt nicht. Es ist halt eigentlich ein Mann, ein 29-Jähriger im Körper eines Kindes. Also ähnlich so wie bei Detektiv Conan. Nur halt, ja. Ich denke mal, ich weiß nicht genau, ob das dann genauso der passende Vergleich ist. Aber, ja, mal sehen. Ich find's ganz cool, dass er Protagonist nicht so dieser junge Jungspund ist, der alles kann, sondern einfach mal so ein 29er Typ, der in seinem Leben nichts gepackt hat, bis jetzt, und einfach ein Wrack ist. Im Prinzip. Oder einfach ein schlechter, unsympathisch. Wobei auf der anderen Seite finde ich es auch irgendwie, ich finde schon wieder lustig, dass es schon wieder so ein Otaku-Stereotyp ist. Oh, er ist Mangaka und kann nicht gut mit Menschen. Und er hat irgendwie nicht so richtig was aus sich gemacht. Und weiß ich nicht. Es ist irgendwie so ein Stereotyp. Und ich dachte, ja gut. Vielleicht nimmt er ein bisschen was aus seinem eigenen Leben mit, der Mangaka, aber ich meine, anscheinend hat er es ja geschafft. Ich meine, die Serie wurde adaptiert. Aber gut, aber sonst ist es interessant, er scheint vielschichtig zu sein. Die Mutter finde ich vor allem ganz cool. Ich dachte mir erstmal, sie gestorben ist. Oh nein, sie ist tot. Und dann dachte ich mir im nächsten Moment, ja gut, das ist eine Zeitreise. Im Prinzip ist ja eigentlich alles, was in der ersten Folge passiert ist, eigentlich nicht mehr wichtig, weil es ja jetzt nochmal alles passiert. Er ist jetzt durch die Zeit gereist. Er kann ja auch anscheinend nicht, also er kann anscheinend nicht zurückreisen. Er ist ja bisher nur 5 bis 10 Minuten zurück und war dann wieder relativ schnell in der Gegenwart. Dieses Mal ist es aber natürlich anders. Jetzt ist er wieder mehrere Jahre zurück in die Vergangenheit gereist. Jahrzehnte sogar. Und ja, er muss jetzt das alles, im Grunde der ganze Inhalt der ersten Folge, bis auf die letzten paar Minuten, sind komplett irrelevant. Die haben nur im Prinzip etabliert, warum. Was heißt irrelevant? Er weiß ja noch alles. Das ist das Ding. Er weiß ja alles, was passiert, und das ist das Einzige, was wichtig war. Der Mord an seiner Mutter ist eher so zweitrangig jetzt, weil die Mutter ja jetzt eigentlich noch lebt. Oder wieder lebt. Ja, deswegen nennt er auch seine Fähigkeit Revival, ne? Das kann es natürlich sein. Aber ja, es ist ganz okay. Das Intro war, glaube ich, gar nicht da. Ich wollte sagen, der Soundtrack ist ganz nett. Die Animation ist eigentlich immer ganz gut bei A1 Pictures. Wobei bei Fairy Tail war die schon nicht scheiße, aber das ist halt ein Shonen. Mit vielen Folgen, da ist es meist so, dass das ziemlich schwankt. Aber, ja, es ist vollkommen, bis jetzt ist es solide. Ich bin überrascht. Ich habe erst gedacht, die meisten Animes enttäuschen mich in letzter Zeit. Bis jetzt in letzter Zeit, aber die meisten Animes, die ich sehe, haben mich dann doch eher enttäuscht. Ich glaube, der letzte, den ich gesehen hatte, war One Punch Man. Und seitdem habe ich mich nichts mehr geguckt, und davor auch lang nichts. Die Berserk-Filme habe ich gesehen, aber da war es schon mal ganz cool. Ich bin jetzt positiv überrascht. Mal sehen, wie es weitergeht. Also, sonst war hat der Hype immer zu bedeuten gehabt, dass irgendwer in einem, weiß ich nicht, Videospiel eingespielt ist oder sonst irgendwas. Der Protagonist hat ein Schwert, ist ultra stark und überall sind Waifus. Das war bis jetzt das, was ich immer erwartet hatte, wenn irgendein Anime ganz top ist und auf jeder Top-Liste auf Platz 1. Deswegen mal sehen. Ich gucke auf jeden Fall weiter und. Ja, mach euch hier, bring euch up to date. Ja, war ein bisschen ein Rundumschlag. Wie gesagt, es ist alles ein bisschen wir, es ist alles freigesprochen. Also, aber ja, das soll auch so sein. Vielleicht wird es mit der Zeit auch immer besser. Desto mehr ich frei rede, aber ja. Erased, bis jetzt, Folge 1 war okay. Mal sehen, wo es hinführt. Ich bin immer ein bisschen skeptisch, was Zeitreisegeschichten angeht, aber mal schauen. Bis dahin, ja. Folgt mir auf Twitter, auf Twitch, auf YouTube und so weiter und so fort. Lasst einen Comment da, was haltet ihr von der Serie bis jetzt? Ich werde wahrscheinlich diese Woche mehrere von diesen Videos auslassen, bis ich eingeholt habe. Ich glaube, jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme, da kommt ein paar Stunden die nächste Folge raus, also die 9. Ich habe jetzt gerade angefangen, von daher mal schauen. Ich denke mal, jetzt nächste Woche werde ich dann, also plane ich jedenfalls, werde ich dann voll dabei sein, zeitnah, dann kann ich mit der Serie zusammen weitermachen. Und ja, vielleicht habt ihr einen Anime, der gerade jetzt läuft und den ich mir dann noch mit anschauen soll. Aber naja, mal sehen, das ist ja dann alles, ne, mit der Zeit. Jetzt gerade habe ich frei, da könnte ich mehrere Animes gucken mehr als einen. Naja, okay. Das war's von mir bis jetzt, bis zum nächsten Mal. Tschö.